Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen mit Multipler Sklerose, die trotz der Erkrankung frei, unabhängig, selbstbestimmt und glücklich leben wollen. Ja, all das. Ich bin Samira Musa und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst, für dich selber jetzt gerade diesen Podcast anzuhören. Der Podcast ist Teil von meinem Blogprojekt und von meiner Mission und der Blog heißt Chronisch Fabelhaft. www.chronisch-fabelhaft.de. So findest du mich im Internet, wenn du mich denn finden willst oder nicht gar auf diesen Podcast gestoßen bist, erst über meinen Blog. Ich bin auch Autorin, ich habe 2 Bücher veröffentlicht. Eines heißt Und morgen Santiago, über 600 Kilometer mit dem S auf dem Jakobsweg. Das findest du bei Amazon auch als Hörbuch, solltest du von meinem zarten Stimmchen nicht genug bekommen. Und gerade vor 2 Wochen ist mein neues Buch erschienen und Morgen die Welt heißt das. Das ist bei Eden Books erschienen und da nehme ich dich mit auf ein Jahr Weltreise. Ich habe nämlich meinen Job gekündigt vor etwa 2 Jahren, das ist sogar schon länger her als 2 Jahre. Und habe beschlossen, dass ich all diese Träume leben will, die sich sonst so aufstauen und die man irgendwie ja sonst nie macht. Und ich erzähle dir das nicht nur, um hier dir Werbung um die Ohren zu hauen für mein Buch, sondern ich erzähle dir das auch, weil ich gerne dir ein Stück aus dem Buch heute vorlesen möchte. Und ja, das dreht sich tatsächlich auch um dieses Thema Teilen und es geht darum, wie du anderen Menschen Mut machen kannst mit deiner eigenen Geschichte und warum das dabei so wichtig ist, deine eigene Geschichte zu teilen und warum das so wichtig ist, dass du sprichst und dass du dich austauschst und dass du dir auch Gehör verschaffst. Also ich finde, das ist unendlich wichtig und diese Idee für diesen Podcast heute kam ja eigentlich bei meiner Lesung in Berlin, wo ich unter anderem den Teil vorgelesen habe, den du gleich hören wirst. Und am Ende dürfen die Leute ja immer so Fragen stellen und es meldete sich dann ein Mann aus dem Publikum, den ich auch so kenne, irgendwie locker, ein Türsteher hier aus dem Berliner Club, also jemand, weiß ich nicht, wo man irgendwie jetzt im ersten Moment nicht sofort irgendwie daran denkt, dass dieser Mensch so offen mit seinen Gefühlen umgeht, sage ich mal. Und der meinte zu mir, danke Samira, dass du das alles mit uns hier teilst. Das findet er wahnsinnig mutig, das hat er gesagt. Und ich war irgendwie so hin und weg davon, was er gesagt hat und wie er das gesagt hat. Und es gab danach auch voll den krassen, wunderschönen Applaus im Publikum für seine Aussage. Und ich habe mich so gefreut über dieses Kompliment. Ich glaube, das war somit eines der schönsten Komplimente, was ich in letzter Zeit bekommen habe. Denn gesagt zu bekommen, danke, dass du deine Geschichte teilst, das bestärkt natürlich unglaublich. Also mich bestärkt es natürlich total in dem, was ich mache und in meiner Mission und auch in der Wichtigkeit meiner Mission über MS aufzuklären, irgendwie Leuten zu zeigen, was kann MS alles sein. Ja, eben, ich habe einen sehr leichten MS-Verlauf, muss ich dazu sagen. Ich bin unendlich dankbar und ich bin unendlich demütig und ich weiß, dass es auch vielen Leuten schlechter geht. Ich weiß aber zum Glück auch, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt mit MS, denen es eigentlich ziemlich gut geht und die mit der Krankheit, mit irgendwie gewissen Einschränkungen, aber eigentlich ganz normal leben können. Und ich finde, auch diese Menschen haben das Recht, sich zu äußern und die haben auch das Recht, auch mal zu leiden und die haben auch das Recht, mal zu sagen, das finde ich scheiße und die haben das Recht, sich auszutauschen. Und zu diesen Menschen gehöre ich. Und ich finde, auch ich habe das Recht, mich auszutauschen und mir Luft zu machen und ja, meine Geschichte zu teilen, weil sie einzigartig ist, genauso wie deine. Und ich lese dir jetzt mal dieses Stück aus meinem Buch vor. Das ist heute tatsächlich total geil irgendwie auf Focus Online veröffentlicht worden. Ich sitze gerade davor und kann es noch so gar nicht glauben. So, oh, ein Teil aus meinem Buch auf Focus Online. Schau mal eine an. Und das passt eigentlich total gut zu diesem Podcast. Ich wollte das erst gar nicht vorlesen, aber ich denke mir jetzt, das ist eigentlich eine schöne Sache, dir zu zeigen, was in meinem Buch steht und was ich da auch so für Einblicke gebe in mein Leben. So, los geht's. Mit Anfang 20 bekommt Samira Musa die Diagnose Multiple Sklerose, zunächst ein Schock für die junge Bloggerin. Heute eines der besten Dinge, die mir passieren konnten, sagt sie. Nach der Diagnose erfüllt sie sich ihren lang gehegten Traum, sie kündigt ihren Job und geht auf Weltreise. Das war jetzt die Einladung vom Focus Online, das habe ich nicht geschrieben. So, jetzt geht's wirklich los mit meinem Buch. Ich habe seit 5 Jahren Multiple Sklerose. Ich habe seit 10 Jahren Fernweh. Ich arbeite seit 8 Jahren in der Berliner Techno-Szene,
seit 10 Jahren hinter Bars und seit 2 Jahren an mir, an meinem Inneren. Die Diagnose MS riss für mich ein Loch im Boden auf, in das ich unbarmherzig und hart hineingestoßen wurde. Freifall mit Anfang 20. Lange versuchte ich, den Schmerz, die Unsicherheit, die betäubende Angst zu verdrängen. Ließe ich die Krankheit nicht an mich heran, würde ich, so dachte ich, auch nichts von ihr merken. Ich hatte falsch gedacht. Einige Jahre lang blieb ich unberührt von der Multiplen Sklerose, machte weiter wie zuvor, lebte für meinen Job und mit der Angst und dem ständigen Versteckspiel. Doch irgendwann kam der nächste Krankheitsschub, der mich aufweckte. Auf einmal spürte ich die harten, kalten Streben des Hamsterrads, in dem ich mich täglich abrackerte, ganz deutlich unter meinen Füßen. Plötzlich begriff ich, dass ich nicht für mich, sondern für eine Firma arbeitete und dass das einzige Ziel dieser Arbeit war, weiter die Karriereleiter hinaufzusteigen, um noch mehr und wichtigere Arbeit zu bekommen. Ich hatte mir freiwillig eine Möhre vor die Nase binden lassen und war wie versessen hinter ihr hergerannt. Jeden Tag. Bis heute. Bis jetzt. Ja, die Multiple Sklerose ist scheiße und gleichzeitig ist sie eines der größten Geschenke meines Lebens. Als ich vor 5 Jahren die Diagnose bekam, dachte ich, mein Leben sei vorbei. Ich sah mich selbst als Behinderte, als Krüppel, als Pflegefall, der Windeln und Hilfe beim Essen und Anziehen brauchen würde. Ich wollte nicht mehr aufstehen, wollte mich einfach wieder im Bett umdrehen und entweder aufwachen in dem Wissen, dass all das ein böser Traum gewesen war, oder gar nicht mehr aufwachen. Ich hatte keine Kraft zu kämpfen. Und so verdrängte ich, so gut ich konnte, was da an mir lauerte. Ich verschwieg allen, was mit mir los war, und schämte mich endlos. Ich machte weiter wie vorher, so als könnte ich mir die Krankheit selbst austreiben, wenn ich nur regelmäßig und stark genug nach ihr trat. Doch erstmal passierte vor allem eines. Nichts. Es ging mir rein körperlich nicht schlechter als vorher, von gelegentlichen Problemen mit den Augen abgesehen. Natürlich weiß ich, dass ich damit Glück hatte. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es viele Menschen mit MS gibt, die bis ins hohe Alter sehr gut und ohne größere Beeinträchtigungen leben können. Ich dachte immer, dass ich nicht zu diesen Menschen gehören würde. Wenn schon MS, dann sicher auch Rollstuhl, dachte ich. Wenn es kommt, dann richtig dicke. Doch nach einer Weile, in der nichts passierte, schöpfte ich Hoffnung. Was, wenn mein Verlauf nicht der schlimmstmögliche sein würde? Was, wenn ich Glück im Unglück hätte? Ich begriff, dass es keinen Sinn macht, den Rest meines Lebens in Angst vor etwas zu verbringen, was nicht unbedingt eintreten muss. Und mit diesem Wissen begann ich, mein Leben zu ändern. Ich fing an, ungesunde Angewohnheiten über Bord zu werfen, ebenso wie ich mich von ungesunden Beziehungen und Freundschaften trennte. Ich gab endlich das Rauchen auf und schwor die nächtelangen Partys ab, auf denen ich mich aufgrund meiner Arbeit herumtrieb. Ich sagte Adieu zu meiner inneren Couch-Potato, begann Sport zu treiben und spürte, wie mein Körper dank dieser Veränderung immer stärker und stärker wurde, anstatt schwächer zu werden, wie ich es erwartet hatte. Meine Einstellung zu ändern war nicht leicht und noch schwieriger war es, alten Traditionen und Angewohnheiten abzuschwören. Doch es hat sich gelohnt, denn obwohl die MS mich nicht völlig in Ruhe lässt, finde ich doch, dass ich mit ihr gut leben kann. Und auch wenn mir das kein Arzt bestätigen kann, glaube ich fest daran, dass ich mit meinem veränderten Lebensstil einen Beitrag dazu leiste. Und ich habe noch etwas getan, was ich ohne die MS nie gemacht hätte. Und das ist das größte und wichtigste, die größte und wichtigste Veränderung, ja, das größte Geschenk gewesen, das dieser unliebsame Gast mitgebracht hat. Vor einigen Monaten habe ich meine Festanstellung und damit meinen sicheren Rahmen zu Hause in Berlin aufgegeben. Ich wollte nicht mehr einer dieser Menschen sein, die sich immer denken, dass sie dieses und jenes ja noch irgendwann gern mal machen würden. Ein Mensch, der andere Reisende beneidet, weil diese nicht wissen, wo sie in einer Woche, in einem Monat oder gar in einem Jahr sein werden. Ich wollte die Samira sein, die wild ist, frei. Die Samira, die morgens und abends in den Spiegel schaut und eine starke, selbstbewusste Frau erblickt, die für ihren Traum und ihre Ideale kämpft. Also habe ich aufgehört zu warten und aufzuschieben und habe angefangen zu kämpfen. Und als ich anfing zu kämpfen, fing ich endlich an zu leben. Je mehr Zeit ich mir nahm, um darüber nachzudenken, desto logischer erschien mir die These, dass Krankheit auch aus einem inneren Ungleichgewicht heraus entstehen kann. Es ist also an uns, erst unser Herz zu heilen, bevor wir von unserem Körper Heilung erwarten können.
Unser Körper wird nicht gesund werden, wenn wir ihn durch unseren Lebensstil nicht dabei unterstützen. Und der erste Schritt in diese Richtung, das weiß ich nun, ist Mitgefühl für uns selbst. Wir sollten endlich damit anfangen, uns selbst wie eine Person zu behandeln, die wir lieben. Ich habe beinahe 30 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Umso erfreuter bin ich darüber, dass ich diese Einsicht schon jetzt hatte und nicht erst in 20 oder weiteren 30 Jahren. Anlass zu meiner Reise, zu meinem Ausbruch, zu dem Schritt, endlich meine Träume zu erfüllen, war die Multiple Sklerose. Doch, die Multiple Sklerose ist für mich eines der besten Dinge, die mir passieren konnten, weil sie mir gezeigt hat, dass unsere Zeit hier auf Erden wertvoll ist, dass keine Minute, die wir mit Warten, Bangen und Hoffen verbringen, uns je wieder gut geschrieben wird. Ich habe verstanden, dass es allein an mir liegt, womit ich meine Tage füllen will, die guten zumindest. Denn natürlich gibt es auch schlechte Tage, klar. Aber die machen nur, dass ich umso mehr begreife, wie wundervoll die Tage sind, an denen es mir gut geht. In meinem Leben gibt es nun mehr Kontrast, mehr Schatten, aber auch mehr Licht. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ja, ich hoffe, der kleine Auszug, war ja jetzt gar nicht so klein, war, hat dir gefallen aus meinem Buch, wie gesagt. Und Morgen die Welt heißt das Buch. Das kannst du dir auch bei Amazon kaufen, wenn du da Lust drauf hast, oder im Buchladen. Dieser Teil aus dem Buch spielt eine Situation, wo ich in Thailand war und in so einer, ja, wie so einer Open-Mic-Situation, also wo quasi jeder auf die Bühne kommen kann, was erzählen kann, da habe ich diese Geschichte erzählt. Also ich stand da tatsächlich auf der Bühne vor so, boah, was weiß ich, 50 Leuten oder so und habe halt genau das erzählt, was ich dir jetzt gerade vorgelesen habe und hatte mich dazu entschlossen, diese Geschichte zu teilen, weil ich so das Gefühl hatte, das macht anderen Mut und das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie gut und es ist irgendwie wichtig, sowas mit anderen Menschen zu teilen. Denn ich meine, natürlich ist das für mich auch mega, also es braucht sehr viel Überwindung, sage ich mal, mich auf eine Bühne zu stellen oder in ein Buch zu schreiben. Hallo, ich bin Samira und ich habe Angst davor, dass ich irgendwann Windeln brauche. So, also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der das irgendwie leichtfertig ausspricht und der irgendwie sagt, ja, das ist mir egal, das erzähle ich eigentlich irgendwie so jedem. So, ey, nee, also das ist schon, es kostet unfassbar viel Überwindung, finde ich, ja, das Leuten zu erzählen und da auch Leute drin einzuweihen. Und das irgendwie erzähle ich jetzt vielleicht auch nicht im Vorstellungsgespräch, aber es gibt ja durchaus Situationen, in denen ich sage, okay, das ist angemessen jetzt gerade und es bewegt jetzt hier auch gerade was. Und ja, das möchte ich eigentlich auch in diesem Podcast heute dir so ein bisschen weitergeben, dass es in manchen Situationen unglaublich bestärkend sein kann und auch unglaublich wichtig und mutig und auch großzügig sein kann, deine Geschichte mit anderen Menschen zu teilen, die davon vielleicht inspiriert werden oder die davon zum Nachdenken angerührt werden oder die davon was lernen können. Oder wenn sie dich auch einfach nur ein bisschen besser verstehen, dann verstehen sie ja nicht nur dich besser, sondern verstehen sie vielleicht auch andere chronisch kranke Menschen ein bisschen besser. Also ich würde gar nicht immer nur so diesen Dienst sehen, den man da an sich selbst tut, sondern ich sehe das schon auch immer so ein bisschen als ein Dienst in der Community. Wenn ich mich da hinstelle und sage, so und so sieht's aus bei mir und bei irgendwie den Leuten, die einen leichten MS-Verlauf haben. Jetzt nicht genauso, ne? MS ist ja bei jedem anders, aber es kann halt so aussehen. Es gibt einfach verschiedene Varianten dieser Krankheit und verschiedene Mittel, wie man damit leben kann. Und ja, letztendlich glaube ich, wir alle halten ganz, ganz oft mit so einen Geschichten zurück, vor allem aus Scham. Ich glaube, Schamgefühl spielt da so eine krass große Rolle irgendwie, weil wir ja immer, wenn wir uns so nackig machen und sagen, davor habe ich Angst oder das bedrückt mich oder so ist es halt bei mir, dann machen wir uns ja auch angreifbar und wir machen uns irgendwie auch so verletzlich und geben uns so bloß. Und hätte in dem Moment irgendwie jemand gesagt, trägst du gerade eine Windel oder was? Ey, ich wäre gestorben da auf der Bühne. Ich wäre wahrscheinlich wirklich tot umgefallen vor Scham und ja, vor Verletzung. Also ich glaube, das hätte mich einfach, ja, es hätte mir das Herz gebrochen in diesem Moment. Und natürlich, wenn man dort auf der Bühne steht oder auch in einem Gespräch und jemandem sowas Krasses und Intimes erzählt und so eine krasse Angst von sich erzählt, dann legt man ja irgendwie seine Seele oder sein Herz wie so auf so einen kleinen Teller. Ja, man rupft sich da so raus, man legt es auf den Teller und sagt, hier bitte, da ist es, bitte sei ganz lieb zu ihm. Und natürlich gibt es dann auch Menschen, die hauen dann da drauf. Ja, ist mir auch schon passiert.
Es ist mir nicht so oft passiert in den letzten 2-3 Jahren, aber wenn, dann kann ich mich, an jedes einzelne Mal so fucking doll und intensiv erinnern. Es ist einfach unfassbar. Aber wenn ich mir überlege, wie oft ich meine Geschichte geteilt habe in den letzten 2,5 Jahren, in denen es jetzt Grundfabelhaft gibt, und davon habe ich vielleicht 2-mal eins auf den Deckel bekommen oder so 3-mal von so irgendwie Leuten, die die mich dann damit verletzt haben mit Dingen, die ich auf dem Blog geteilt habe, dann denke ich mir, das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. 30.000 Seitenaufrufe im Monat und das über 2,5 Jahre und dann habe ich 2 oder 3 Mal irgendwie ein bisschen Scheiße abbekommen. Ich würde sagen, that's life. Ganz ehrlich, der Schnitt ist gut und ich kriege so Wunderbares und so Intensives und so krass emotionales und dankbares Feedback von euch da draußen, von dir da draußen, dass ich diese 2 oder 3 Rückschläge dankend in Kauf nehme. Denn ich denke mir dann immer, okay, das ist halt auch das Leben. So, es geht ja auch nicht immer nur geradeaus und es geht auch nicht immer nur bergauf, sondern es muss irgendwie auch mal so ein paar Huppel in der Straße geben und man muss auch mal so ein bisschen erschüttert werden. Das gehört einfach dazu. Es kann nicht die ganze Zeit nur die Sonne scheinen, es muss auch mal Regen geben, sonst sterben die ganzen Blümchen. Also insofern, ja, das ist so ein bisschen, ja, Circle of Life irgendwie. Es kann nicht die ganze Zeit immer nur alles toll sein. Und es ist irgendwie auch okay. Aber die Sache ist ja schon, dass es auffällig ist, wie oft es positiv aufgenommen wird, wenn ich meine Geschichte teile. Also es ist mir wirklich ganz, ganz prägnant aufgefallen. Und ich werde auch super oft in meinem Umfeld gefragt, ja krass, und ey, und wie reagieren denn die Leute drauf, wenn du denen das erzählst? Ja, irgendwie, wenn du auf dem Date bist oder so, wenn du das jemandem erzählst oder irgendwelchen neuen Bekanntschaften. Und letztendlich muss ich wirklich sagen, eigentlich haben bisher immer alle total gut reagiert. Also ich hatte irgendwie auch letztens Vorstellungsgespräche und auch da habe ich es erwähnt und irgendwie sehe ich es auch gar nicht ein, das nicht zu erwähnen, weil das ist nun mal letztendlich ein Teil von mir und irgendwie will ich auch meinen Arbeitgeber gleich einfach einweihen. Warum eigentlich auch nicht? Also ich meine, letztendlich bin ich jetzt doch immer noch selbstständig. Aber sie hätten mich genommen, wirklich. Auch mit MS. Insofern, ja, also es wird tatsächlich ganz, ganz oft auch positiv angenommen. Und ich glaube, das liegt daran, weil es eben so ein großer Vertrauensvorschuss ist, den man ja jemandem gibt, wenn man den sowas einweiht und wenn man sowas erzählt. Und ich glaube auch, dass es ist, weil Menschen das bewundern, wenn man so mutig ist. Ich habe mich letztens mit einer Frau unterhalten, irgendwie, es war voll der schöne Geburtstag von einer Freundin hier in Berlin und wir sind mit so einem Boot über die Spree geschippert und über die Havel und es war irgendwie total schön, bestes Wetter und irgendwie leckeres Essen und chillige Musik und eine entfernte Bekannte von mir, wir haben uns so ein bisschen über Traumata unterhalten, darüber quatsche ich irgendwie in letzter Zeit. Ich quatsche gerne mit den Leuten über Trauma in letzter Zeit. Nein, aber es ist wirklich so, ich habe halt irgendwie auch Bock auf irgendwie krasse Geschichten und ich habe auch Bock, dass meine Begegnungen tief sind und dass meine Unterhaltungen tief gehen und habe ihr dann von mir erzählt und daraufhin hat sie mir von einer unglaublich schlimmen, traumatischen, von einem traumatischen Erlebnis erzählt, von einem ja sehr gewalttätigen Erlebnis erzählt, was sie als junge Frau hatte. Und in diesem Moment, da hatte ich mir einfach nur so, boah, unglaublich. Also ich meine, ich kann dir diese Last nicht abnehmen, dass du damit leben musst, aber vielleicht konnte ich irgendwie jetzt so ein Millionstel davon irgendwie dir abnehmen, weil du dich mir geöffnet hast und weil ich nicht bohre oder weil ich nicht irgendwelche unangenehmen Fragen stelle, sondern weil ich einfach nur sage, es tut mir so unendlich doll leid, dass du das erleben musstest in deinem Leben und ich kann mir nicht vorstellen, wie unglaublich doll ja, du da auch immer noch drunter leiden musst und wie viel du durchmachen musstest. Das ist einfach unvorstellbar. Und in diesem Moment ist halt so die krasse Verbindung irgendwie zwischen uns beiden passiert und wir saßen dann da auf diesem Boot und plötzlich war so dieser ganze Geburtstag und die ganze Feierei und die ganzen anderen Leute, das war irgendwie wie so ausgeblendet und wir saßen da so beide in unserer kleinen Blase von Ehrlichkeit und Verletzlichkeit und es war ein wahnsinnig intensiver Moment und es war ein wahnsinnig, wahnsinnig lebendiger Moment einfach nur, in dem ich so doll gespürt habe, dass wir Menschen irgendwie auch alle verbunden sind
Und dass es anderen Menschen auch helfen kann, wenn man sich den öffnet, weil man damit auch eine Einladung ausspricht, dass andere Menschen sich öffnen können. Weil ich glaube, hätte ich mit ihr über das Wetter oder über das leckere Essen geredet, dann hätte sie das nie mit mir geteilt. Und ich habe sie ja auch nicht dazu ermutigt oder so, es mir zu teilen. Also das kam halt, ging komplett von ihr selbst aus. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hatte sie an dem Tag da irgendwie wieder dran gedacht oder das kam so über sie wie so eine schreckliche Erinnerung. Und vielleicht, ich hoffe es natürlich, war das für sie auch irgendwo ja, erleichternd, wie gesagt, so ein Millionstel, dass sie das so erzählen konnte in so einem geschützten Rahmen. Und es ist, glaube ich, schon irgendwo so ein bisschen eine Pionierarbeit, zu sagen, ich gehe mit meinen Ängsten relativ offen um. Weil irgendwie, das macht man halt nicht so in der Gesellschaft. Also da spricht ja eigentlich irgendwie nie jemand über seine Verletzlichkeiten und man spricht auch nicht über seine Ängste und man spricht irgendwie auch nicht so darüber, was mache ich vielleicht falsch oder was hat mich als Kind oder als Jugendliche oder Erwachsene traumatisiert oder welche Situationen triggern irgendwelche ganz alten Ängste in mir, welche Situationen verunsichern mich auch, ja. Darüber spricht ja kein Schwein, also geschweige denn schlimme, chronische, unheilbare Krankheiten. Ich sag das jetzt so, ey, also MS ist echt scheiße, ja, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber letztendlich werden ja irgendwie in den Medien immer nur so die ganz, ganz krassen Fälle irgendwie behandelt, weil alles andere ist ja dann irgendwie nicht krank genug. Also anderes Thema, ich gehe nicht in die Tiefe, vielleicht mache ich da auch nochmal einen Podcast drüber. Ach, schön. Nee, es geht tatsächlich darum, man spricht ja darüber nicht in der Gesellschaft irgendwie, wenn man irgendwie irgendwas hat. Und ich sehe das halt ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr ein. Ich sehe das überhaupt nicht mehr ein, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo man sagt, alles, was irgendwie emotional und was irgendwie aufreibend und was irgendwie auch nicht so geradlinig ist und was auch nicht in eine Schublade packt, darüber spricht man nicht in der Öffentlichkeit. Ich sehe das nicht mehr ein und ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Und ganz ehrlich, es langweilt mich verdammt nochmal zu Tode, mich mit Leuten immer nur über dieselbe stumpfe Scheiße, entschuldige, ich fluche heute ganz schön viel, meine Güte, mich immer nur über denselben irgendwie ja Mist zu unterhalten, weil in diesen Gesprächen entsteht eigentlich meistens überhaupt keine Information und überhaupt nichts Neues und überhaupt kein Denkimpuls und überhaupt keine neue Anregung. Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich in ein Gespräch reingehe, es muss ja auch nicht immer sein, hallo, ich bin Samira, ich habe MS, ja. Es kann ja auch sein zum Beispiel, hey, als du vorhin irgendwie das und das zu mir gesagt hast, hat mich das irgendwie kurz voll verunsichert. So. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich, dass jemand sowas zu einem sagt. Und irgendwie erfreut mich das schon, dass es so ein bisschen mehr wird gefühlt. Vielleicht auch durch das viele Reisen, dass ich dort einfach sehr viele unterschiedliche Menschen kennenlerne und auch sehr viele Menschen, die auch allein reisen und anders gar nicht die Chance haben, irgendwie schnell in einen intensiven Kontakt zu kommen, als irgendwie sich so ein Stück weit schneller zu öffnen auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass dadurch und auch gerade mehr intensive Kontakte und auch mehr Austausch stattfinden. Und ich will irgendwie meinen kleinen Mini-Winnie-Teil dazu beitragen, dass wir Menschen es schaffen, irgendwie auch wieder mehr Brücken zu bauen zwischen uns. Und dass wir auch sagen, vielleicht gehören all unsere Ängste auch in diese Gesellschaft. Es kann ja nicht nur immer das perfekte, funktionierende Ich irgendwie Teil der Gesellschaft sein. Das andere findet dann nur zu Hause allein auf meinem Sofa statt, wo ich irgendwie endlich mal gepflegt losheulen kann. Also ich habe auch aufgehört, mich dafür zu schämen, dass ich irgendwie weinen muss. Ich finde Weinen mittlerweile so herrlich erleichternd und irgendwie auch eine Ehrlichkeit. Also wenn mir nach Weinen zumute ist, dann hat mich halt irgendwas bewegt. Und das macht mich ja eigentlich auch nur menschlich, oder? Und irgendwie will ich auch gar nicht mehr mit Leuten zusammen sein, die nicht wollen, dass ich menschlich bin. Weil meine Menschlichkeit ist großartig und deine Menschlichkeit ist auch großartig. Unsere aller Menschlichkeit ist großartig und ich habe irgendwie Lust und ich möchte auch dich dazu motivieren, dass wir sagen, wir sind irgendwie alle wieder ein bisschen menschlicher und dazu gehören Ängste und dazu gehören Krankheiten und dazu gehört es unperfekt zu sein und dazu gehört es auch irgendwie mal was Blödes zu machen oder was Blödes zu sagen oder irgendwie sich völlig verloren zu fühlen oder sich einsam zu fühlen. Das sind alles wahnsinnig menschliche Gefühle und ich habe einfach nur so die große Hoffnung und den großen Traum, dass es irgendwann okay sein wird, sowas über so eine Dinge zu sprechen, wie zum Beispiel, dass ich eine chronische Krankheit habe oder dass ich zum Beispiel
weiß ich nicht, Angst davor habe, schwer behindert zu sein. So, also natürlich muss man abwägen, in welcher Situation man das jetzt erzählt. Ich glaube, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie gut man sein Gegenüber auch einschätzen kann. Also natürlich gibt es Situationen, in denen es einfach nicht angebracht wäre. Und ich meine jetzt nicht von wegen, weil das macht man ja da nicht. Das ist mir echt scheißegal, ehrlich gesagt, ob man das jetzt macht oder nicht. Es geht, glaube ich, eher um Situationen, wo das Gegenüber gar nicht aufnahmefähig ist. Also natürlich gibt es auch Situationen, wo ich sagen würde, okay, jetzt geht es gerade auch einfach nicht um mich. Und jetzt ist die andere Person vielleicht auch gar nicht in der Verfassung, meine krasse Geschichte und meine krassen Ängste irgendwie aufzunehmen. Und da muss man einfach irgendwie so ein bisschen seine Empathie trainieren und sein Gefühl trainieren. Und um das zu machen und dafür ein gutes Gefühl zu bekommen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Fragen! Ja, man kann mit Menschen sprechen. Man kann sie fragen, hey, irgendwie bist du gerade aufnahmefähig? Ich würde dir voll gerne was erzählen, was mich belastet oder was mich bewegt oder was ich gerne mit dir teilen möchte. Aber es ist auch völlig okay, wenn du gerade sagst, du bist irgendwie völlig an einem ganz anderen Ort mit deinen Gedanken. Weil ansonsten hat es auch so ein bisschen was manchmal von so Müll abladen bei jemandem. Ich meine nicht, dass unsere Ängste und Sorgen Müll sind. Das sind sie wahrscheinlich für uns selber, Lehrmeister und Müll zugleich. Es ist halt sonst auch so ein bisschen bevormundend, weil man sagt, ich gebe dir das jetzt und dann kannst du ja mal gucken, was du dann machst. So, dann machst, ich gebe das jetzt einfach so an dich und das hat so was Bulimisches, so was Auskotzen. Ne? Dann kotzt man sich einfach bei jemandem aus und dann liegt es darum bei dem. So, ja, danke. Also es gibt da schon so eine fine line irgendwie, wann man es jemandem auch zumuten kann und quasi zutrauen kann, dass er jetzt damit umgeht. Und zwar möchte ich dir dazu jetzt gerne ein Zitat vorlesen von Jeff Foster. Das ist ein englischer Autor und spiritueller Mensch. Das Zitat von ihm ist auf Englisch und ich werde es jetzt auch auf Englisch vorlesen, weil ich es nicht auf Deutsch habe. Aber ich hoffe, dass der Großteil von euch da draußen Englisch versteht. Und ansonsten schaue ich mal, vielleicht finde ich auch irgendwo eine deutsche Übersetzung, dann packe ich die gerne in die Shownotes. Okay, los geht's. Honesty doesn't mean simply vomiting out your uncensored truth to anyone who will listen. Sharing your feelings is not actually always the kindest or most conscious thing to do. Yes, let's be real with each other. Let's come out of hiding and reveal our authenticity. Let's break the spell of shame in relationship. But, and this is crucial, let's also develop discernment. Sensitivity to what we need, yes, but also a great and powerful sensitivity to where the other person is, a profound care about their inner life. Otherwise, I'm only sharing my raw truth. It's simply narcissism in disguise. It's not always loving to share your deepest feelings, your grief, your anger, your fear, your pain, your profound realizations with someone who hasn't signed up to receive or isn't able to receive or for whatever reason doesn't want to receive or doesn't have the capacity to receive. We need to be very respectful and aware of other people's boundaries, feelings and needs. Their willingness to receive for truth, their ability to listen, how they manage their time, what they can handle on any given day, their own pain and trauma, the demons they are secretly fighting, the ones we may never know about, who they feel close to and safe with. We need to learn to ask before we mindlessly splurge our stories, share our private inner lives, speak our deepest traumas, express our raw and uncensored truth to another. Otherwise, we are just dumping our sacred inner world on them, using them as a receptacle for our pain, for our fear, our loneliness, and the unmetabolized regions of our psyche. This is not kind, for the other person and ultimately for ourselves. Because our holy innards deserve a safe and committed holding environment. And we can never demand that someone else listens to us. We have to ask out loud and be willing to hear the response. Yes, let's be honest and real with each other. Let's tell our unvarnished truth. To those who are open and willing and ready and able to listen, to those who have signed up for this sacred work. A therapist, a good friend, a partner, a family member. Someone who has explicitly committed to offering their time and listening to us in this way. Yes, let's speak our truth.
But let's also learn when to stop talking and breathe and listen and open our awareness in a different way. Ask about the other person. Find out what they want and need and are able to offer. Get deliciously curious about the world. Do not assume anything. Unspoken assumptions and expectations destroy relationships. Ask if they are willing to hear our cry and be open to the response, which may be disappointing. Be willing to be disappointed too. Disappointment itself can be a pathway of love. It's not always about speaking our feelings. There is a time for speaking and a time for silence. A time for sharing our deepest inner life and a time for listening too. A time for being together and a time for being alone. A time for coming closer and a time for giving each other space. A time for telling our raw truth and a time for, well, not telling it at all. Sometimes that is the kindest thing. Here is the dance and mystery of relationship and we are all invited. Jeff Foster. Ja, das war ein sehr langes Zitat, aber ich wollte und konnte und dürfte es auch gar nicht kürzen, weil das ist einfach, finde ich, in seiner Gesamtheit so wichtig. Für die, die kein Englisch können, so ganz kurz und ohne Vollständigkeit Zusammenfassung. Es geht darum, dass es nicht immer das Netteste ist, einer anderen Person sein komplettes Seelenleben auszuschütten. Und du magst jetzt vielleicht denken so, hä, Samira hat doch gerade gesagt, wir sollten immer alles erzählen. Ja, aber wie gesagt, im letzten Teil meinte ich ja auch, mit Bedacht und mit Auswahl und mit Fragen. Und das sagt Jeff Foster ja auch. Ask, ja, frag, ob das gerade angebracht ist. Und manchmal ist das Netteste auch zu schweigen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, bevor wir irgendwie rausgehen und allen alles erzählen, ist, dass wir selber uns erstmal klar werden, was eigentlich los ist. Also die Denkarbeit und auch die Gedanken daran, wie ich etwas teile und wie ich über etwas spreche, die müssen wir uns schon vorher machen. Weil sonst kommt das alles ja so ganz ungefiltert und ungeordnet auch raus aus uns. Und ich meine, AMS macht einem selber Angst. Frag dich mal, was es mit anderen Leuten macht, die sich mit dem Thema überhaupt nicht auskennen. Ja, die freak out completely irgendwie. Die drehen dann da völlig durch. Also am Anfang habe ich, glaube ich, auch jede Angst und sofort und bin immer sofort zum Hörer und meinen irgendwie damaligen Freund angerufen und gesagt, hey, oh, das und das ist los und sofort und der hat total Panik bekommen. Also insofern würde ich schon sagen, die Denkarbeit beginnt bei dir und wenn du fragst und wenn es angebracht ist, dann teil deine Geschichte und teil deine Gedanken und teil auch deine Ängste und deine Sorgen und mach dir da Luft in einem angemessenen Rahmen und lad auch andere Menschen dazu ein, auch ihre Geschichte mit dir zu teilen. Also es geht ja auch nicht darum, dass nur du sprichst, ne? Es geht auch darum, dass auch andere Menschen gehört werden. Und natürlich irgendwie hat jetzt nicht jeder, mit dem wir uns unterhalten, auch MS. Aber der hat vielleicht andere Dinge. Und auch wenn die für uns in dem Moment nicht so schlimm erscheinen, sozusagen, belastet es diese Person. Und wenn sie darüber sprechen möchte, sollten wir ihr auch die Möglichkeit geben, wenn wir gerade aufnahmefähig sind, darüber zu sprechen. Also es ist wie so ein Geben und Nehmen. Und das ist es auch in Beziehungen. Und ich bin ganz doll dafür, dass wirklich so ein sich Luft machen und so ein Stress abbauen, so Druckablass irgendwie dadurch auf jeden Fall bestehen kann und entstehen kann. Und dass es so unglaublich wertvoll ist, wenn wir gesünder werden wollen, wenn wir besser mit der MS leben wollen, wenn wir besser damit umgehen wollen in unserem Umfeld und so weiter. Und es ist ein weiter Weg zu lernen, wie man in Anführungszeichen richtig über seine MS kommuniziert. Und es ist natürlich auch immer ein Abwägen zu wissen, wie und wann teile ich meine Geschichte und wann nicht. Aber ich möchte dich auf jeden Fall dazu einladen, wirklich diese Arbeit zu machen und dich da auch irgendwie reinzustürzen und nicht zu sagen, ich muss alles immer nur mit mir selber im stillen Kämmerlein ausmachen. Denn das musst du nicht. Ja. Du musst nicht alles mit dir selber ausmachen. Und du musst auch nicht immer die Zähne zusammenbeißen. Das macht nur Kopfschmerzen. Wirklich. Frag mich, ich kenne das. Du kannst auch die Luft machen und du kannst auch mit anderen Menschen deine Geschichte teilen. Und deine Geschichte kann andere Menschen dazu motivieren, ihre eigene Geschichte zu teilen oder zumindest zu überdenken. Und es kann ein großer Beitrag zur Gesellschaft sein, der im ganz, ganz kleinen Rahmen stattfindet. Und ja, ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte, vielleicht dazu, deinen eigenen Umgang nochmal so zu hinterfragen. Ich freue mich ganz, ganz doll über einen Kommentar von dir. Du kannst gerne auf YouTube einen Kommentar hinterlassen oder eine
tolle Bewertung bei iTunes oder auch bei YouTube den Daumen hoch. Das hilft mir halt ungemein. Und wenn du jemanden kennst, vielleicht auch jemand, mit dem du schon etwas geteilt hast, deine Geschichte, dann leite den total gerne diesen Podcast weiter und lass uns eine Revolution teilen. Nein, schick ihn total gerne weiter, da freue ich mich. Und ja, schau auf meinem Blog vorbei, www.chronisch-fabelhaft.de heißt der. Ja, ich gehe jetzt in meinen Freitagabend und wünsche dir auch einen schönen Morgen, Tag, Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst, und von Herzen alles Gute. Wirklich tausend Dank irgendwie für deinen Support und dass du da bist, und boah, auch die Kommentare zu meinem Buch und das Feedback ist halt irgendwie so mörderisch gut und so, es erfüllt mich unendlich doll. Also ich bin echt gerade wie so ein Honigkuchenpferd. Ja, von Herzen danke ich dir und alles, alles Gute für dich. Mach's gut, ciao.